Es sieht ja aus wie ein öffentlicher Münzfernsprecher. Aber das, was ihr hier im Bild seht, ist eine öffentliche CB-Funkstelle. Und diese Geschichte hinter dieser öffentlichen CB-Funkstelle, die möchte ich euch heute gern erzählen. Der CB-Funk hatte bei uns in Deutschland in den 70er Jahren seinen ganz großen Hype. Handytechnik gab es noch nicht und für die Jugendlichen war das schwer interessant, über CB-Funk miteinander verbunden und damit natürlich auch für die Wochenenden Verabredungen treffen zu können. Und das machte man eben per Funk, per CB-Funk. Dieser CB-Funk kam natürlich mit der Handytechnik langsam, aber sicher in Vergessenheit. Und unser Interesse war es, den CB-Funk zumindest in unserer Region mal wieder ein bisschen populärer zu machen. Und so sind wir mit ein paar Freunden auf die Idee gekommen, auf den CB-Funk dadurch Aufmerksamkeit zu erregen, dass wir einfach mal eine öffentliche CB-Funkstelle schaffen, an der jedermann mal die Funktechnik probieren kann und darf vor allen Dingen. CB-Funk ist ja ein Jedermann-Funk. Das heißt, für den Funker sind weder Prüfungen noch irgendwelche Besonderheiten gesetzlich vorgeschrieben. Und so kann man natürlich das Thema CB-Funk absolut öffentlich machen. Denn es gibt hier eigentlich rechtlich keinerlei Hindernisse. Das Einzige, was wir natürlich müssen, wir müssen das Gerät so kompakt und so robust natürlich konstruieren, dass es nicht nur Wind und Wetter, sondern auch Schnee und Regen und vor allen Dingen auch Kälte und Hitze im Sommer vertragen kann. Und das ist natürlich eine entsprechende Herausforderung an die Technik, wo es dann schließlich uns jedenfalls in den Sinn kam, eine solche ausgemusterte alte Münzfernsprecheinrichtung der Deutschen Telekom zu verwenden und entsprechend umzubauen. Und das werde ich natürlich gleich noch näher im Inneren beschreiben. Da, wo mal der Drehwegler gesessen hat, dort haben wir einen Lautsprecher eingebaut. Ja, Schutzgitter davor und unmittelbar dahinter, ich zeige es gleich natürlich auch von der anderen Seite noch, befindet sich der Lautsprecher. Die Kanalumschaltung haben wir nach oben gelegt, da wo früher der Münzeinwurf war. Und diese beiden roten Tasten sind also die Bedienungstasten, um Kanäle nach oben bzw. nach unten zurückzuschalten. Unter diesem Lautsprecher befindet sich das Sichtfenster und durch dieses Sichtfenster ist dann der jeweils gewählte Kanal sichtbar. Und über diese rote Taste, das ist die PTT, also die Sendetaste, kann ich schließlich meinen Sendebetrieb sozusagen starten. Das Fach für die ehemalige Münzrückgabe ist jetzt reine Deko und hat natürlich in dieser Variante als CB-Funk-Sprechstelle keine Bewandtnis. Ne? Ja, und dann haben wir natürlich auch das Fenster hier nochmal genutzt, um auf den Spender von diesem Gehäuse, von diesem Telefongehäuse, um für diesen Spender nochmal ein wenig Werbung zu machen. Ja, die Sprechgarnitur glaubten wir zunächst mal ändern zu müssen. Also wir dachten am Anfang noch daran, dass wir natürlich das Mikrofon vom CB-Funkgerät hier unbedingt einbauen müssen. Das hat sich aber schnell als Irrtum herausgestellt. Denn die dort im Hörer befindlichen Standard-Sprechkapseln, Sprech- und Hörkapseln, entsprechen wunderbar den Standards der Mikrofone, die wir auch in unseren CB-Funkgeräten eigentlich haben. Und so war es überhaupt nicht nötig, also diese eingerichteten, im Hörer befindlichen Sprech- und Hörkapseln zu wechseln. Die recht geringe Tiefe von diesem Gerät machte uns zunächst Sorge. Denn die CB-Funkgeräte, die Standard- und üblichen CB-Funkgeräte,
benötigen eigentlich eine größere Tiefe des Gehäuses. Und zunächst standen wir ganz schön auf dem Schlauch, bis wir dann die Lösungsidee hatten. Die Lösung war dieses Funkgerät, nämlich das Albrecht AE6790. Bei diesem Funkgerät kann man ja im Grunde das Bedienteil von dem eigentlichen Gerät trennen und über ein Kabel, was ihr hier im Hintergrund seht, entsprechend wieder miteinander verbinden. Das erspart natürlich Tiefe, Gerätetiefe. Das heißt, wir können das Funkgerät quersetzen und damit kommen wir natürlich mit dieser sehr, sehr geringen Bauform dieser Fernsprechzelle sehr gut aus. Wir sehen hier den Lautsprecher jetzt von hinten und vor allen Dingen auch das Fenster, durch den jetzt im Grunde die Kanäle und die Einstellungen am Funkgerät aus dem Display heraus sichtbar werden. Ja? Die Bedienung von Kanal rauf, Kanal runter über diese Tasten geschieht über das, was ich euch vorhin ja schon gesehen habe, über den hier nach oben versetzten Tastern, die ja hier bei dem ehemaligen Münzeinwurf für die entsprechende Kanalumschaltung sorgen. Ja, das Ganze also sehr, sehr robust, wie ihr seht, vom Gehäuse her. Ja, eine sehr robuste und dicke Wandung, ja, ein entsprechend guter Schlüsselschalter, den wir hier noch erkennen können. Und dann schauen wir uns mal den Rest an. Das eigentliche Funkgerät sitzt also hinter dem Bedienteil. Und ihr seht hier oben im Grunde diese Kabelzuführung, die jetzt nach vorn zu dem Bedienteil geht. Wir haben von vornherein auf gescheite Schnittstellen gesetzt, was sich sehr bewährt hat, um also für Servicezwecke, Aufbau und später auch Demontage dieser Einrichtung dann so ein bisschen vorbereitet zu sein und uns die Arbeit natürlich ein wenig zu erleichtern. Unten sehen wir jetzt die Schnittstellen standardmäßig, nämlich der Antenneneingang und hier vorne nochmal zu sehen der Anschluss für unseren externen Lautsprecher. An dieser Stelle möchte ich unbedingt darauf hinweisen, dass es wichtig ist, das eigentliche Funkgerät weder zu öffnen noch umzubauen. Ihr verliert sofort die Betriebserlaubnis, wenn das Funkgerät selber geändert wird. Was wir also nur dürfen, das ist natürlich die Veränderung der sogenannten Außenbeschaltungen. Ne? Also Mikrofon, PTT-Taste logisch und die Umschaltung der Kanäle. Und das bedeutet, das Funkgerät, und das war uns wirklich wichtig, sollte nicht weiter verändert werden, falls in irgendeiner Form da mal Theater, also Ärger entstehen könnte. Ne? Wir sehen hier die Befestigungslöcher und auch hier nochmal, vor allen Dingen für die Sprechgarnitur, für den Hörer, wunderschön nochmal diese Schnittstellen, ja, und vor allen Dingen diese doch sehr massive Verkabelung, die ihr hier seht. Hier sehen wir nochmal das Gerät von hinten mit der doch sehr massiven Rückwand für dieses Gerät und die Befestigungslöcher, wie ihr erkennen könnt. Wir haben das Ganze in einem Holzrahmen aufgebaut gehabt. Der Holzrahmen, um eben keine Löcher, keine Dübel irgendwo in irgendwelche Wände bauen und schrauben zu müssen. Die Antenne kommt jetzt oben raus. Wir sehen hier das Antennenkabel mit dem Standardstecker, das kennt ihr ja auch. Und hier, das ist jetzt im Grunde die Verbindung zu dem Hörer, ne? Also der hier jetzt seitlich daneben liegt. Ja, ein wunderschön massives Gehäuse, das hat uns sehr beeindruckt. Und wir können tatsächlich erfolgreich sagen, dass während des Betriebes dieses Gerät nicht aufgebrochen wurde, Gott sei Dank, und auch nicht weiter beschädigt wurde. Als Netzteil sind nach wie vor noch ideal diese alten Trafo-Netzteile, zum Beispiel das K75
oder andere, jedenfalls nicht unbedingt getaktete Netzteile, weil die sehr gerne HF-Störungen verursachen und euch den Spaß im Grunde hier an eurer öffentlichen CB-Funkstelle wieder vernichten könnten. Und wenn wir ein solches Netzteil noch in einen gescheiten, abschließbaren Metallschrank packen, die Kabel natürlich entsprechend nach unten rausgeführt für die Steckdose, das Netzteil aber möglichst nicht weiter öffnen und es recht nicht verändern, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Die 12 Volt oder 13,8 Volt aus diesem Netzteil führen wir natürlich mit einem Kabel wieder hoch zu unserem Funksprechgerät. Und damit hätten wir natürlich die technischen Einrichtungen im Grunde jetzt fertig und betriebsbereit. Nachdem wir auch die haftpflichttechnische Seite für unser Projekt geklärt hatten, kam die Überlegung, wo stellen wir unsere öffentliche CB-Funkstelle auf? Und wir haben uns entschieden, das Ganze oben auf einem Berg zu realisieren, wo sich in unserer Gegend ein Segelflugplatz nebst angeschlossenem Restaurant befindet. Also quasi, was die Wochenenden anbelangt, ohnehin ein Ausflugslokal. Und das ist natürlich für eine Funkstelle sowieso ideal. Also eine Höhenlage verspricht dann natürlich entsprechende Reichweiten. Und ja, gesagt, getan, Verbindung zur Gastronomie aufgenommen und damit war dieses Projekt eigentlich schon mit seinem Standort geklärt. Es konnte losgehen. Und die Bilder von diesem Standort, die hänge ich euch hinten an diesem Filmbeitrag hinten an, um das Ganze mal im Zusammenhang dann auch zu sehen und zu erleben. Ja, und wenn ihr Interesse habt an diesem Thema, dann schiebe ich gerne noch einen zweiten Beitrag mit weiteren Details hinterher. Aber das ist natürlich dann nur spannend, wenn bei euch wirklich Interesse existieren sollte. Ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Alles Gute, bye bye und dann bis zum nächsten Mal.